Ja, was ist denn da los, meine Damen und Herren? Sind jetzt die Aktienmärkte schon immun gegen den Impfstoff? Ha? Schauen wir uns das mal an, was heute da passiert ist. Heute kam ja diese Meldung von Pfizer. Ja, wir haben jetzt 95% Effizienz. Gell? Moderna hat ja nur 94,5 gehabt. Wir haben 95. Man kann erwarten, dass jetzt bald AstraZeneca, dann kommt mir um 96. Gell? Und dann kommen die Chinesen, die sagen, wir haben 98. Gell? Und dann kommen die Nordkoreaner, die haben 105. Also das ist eine Frage der Zeit, bis jetzt dieser Überbietungswettbewerb kommt. Und schauen wir uns mal diese Meldung genauer an. 170 Fälle sind hier untersucht worden, 262 bei Placebo-Gruppe, 8 bei der Vaccine. Jetzt muss man wissen, wir haben es hier mit einem sogenannten RNA-Impfstoff zu tun, ein sogenannter genetischer Impfstoff. Und es ist schon interessant, dass es ja diese RNA-Impfstoff-Methodik schon länger gibt, nur nicht eben bei Menschen, nicht an Menschen jemals ausprobiert, sondern bei Tieren. Seit 1994, genauer gesagt, wurde erstmals eine Maus mit einem solchen RNA-Impfstoff geimpft. Die Frage ist, warum kommt das jetzt? Warum hat man vorher das nicht gemacht? Wohl, weil man sich sagt, naja, da müssen wir länger eigentlich hingucken, müssen länger schauen, ob es da doch irgendwelche Langzeitwirkungen gibt. Jetzt wird im Rekordtempo offenkundig das Ganze zugelassen, kann man machen, ist aber ein gigantisches Experiment an der Menschheit, wenn man so will, denn wir wissen nichts über Langzeitfolgen, wir wissen nichts über seltene Nebenwirkungen. Es ist ja schon ein bisschen so, dass wir hier in einem Hauruck-Verfahren sozusagen erstmal alle Bedenken beiseite wischen, weil das Wunschdenken eben da ist, dieses Virus, und das ist natürlich ein richtiges Ziel, möglichst schnell bekämpfen zu können, gar keine Frage, aber es ist schon ein gigantisches Experiment mit ungewissem Ausgang. Das größte Risiko scheint zu sein, dass eine Überreaktion des Immunsystems erfolgt, aber das kriegen wir auch noch in den Griff, gell? Also es ist der Wahnsinn, 97%, 98%, 99%, ja, und bald haben wir vielleicht einen Zaubertrank, wie damals die Gallier bei Asterix. Ne? Und dann sieht unser Immunsystem ein Virus irgendwie auf uns zukommen und dann wieder Obelix, ne? Baff, zack, und weg ist das Virus. Gell? Also Wahnsinn, was da medizinisch derzeit passiert. Das ist eine Revolution. Aber jetzt muss ich Ihnen mal eins sagen, meine Damen und Herren. 95% ist eigentlich ein Klacks, oder? Wir haben hier schon derzeit einen 100%igen Impfstoff gegen stärkere Kursverluste, und der stammte von der Fed oder der amerikanischen Notenbank oder der EZB. Halt das QE, das ist ein 100%iger Impfstoff gegen allzu starke Kurskorrekturen, ist damals im März sehr erfolgreich angewendet worden. Ne, da gab es ja zwischenzeitlich Gewinnmitnahmen an den Märkten, und dann hat praktisch ja zum Beispiel dieser Herr, der hier sehr gute Laune hat, der hat dann mittels dieses Impfstoffs praktisch die Sache geheilt, und auf diesen Impfstoff verlassen sich die Märkte. Dementsprechend brauchen sie jetzt auch gar nicht mehr jubeln über die neuen Impfstoffe, weil der entscheidende Impfstoff schon letztendlich längst da ist, nämlich der Kursverlust-Impfstoff. Könnte man ihn nennen. Aber schauen wir uns mal an, wie viele Leute überhaupt sich impfen lassen würden in verschiedenen Ländern. Interessant ist, dass die Asiaten hier besonders impfwillig sind, vor allem China sehr impfwillig, Südkorea, also die disziplinierten Asiaten, die haben damit kein Problem. Die Franzosen, die haben schon wieder andere Dinge im Kopf, die wollen sich nicht impfen lassen, sind hier das Schlusslicht. United States auch relativ weit hinten, also so immens ist die Impfstoffneigung nicht. Die Frage ist, wer macht praktisch den Anfang? Ja, würden sie sich gleich sehr bald impfen lassen oder würden sie eher warten? Also ich würde, glaube ich, eher warten, ziemlich lang warten vielleicht, okay, und mich ansonsten zu Hause aufhalten und erst einmal schauen, was so passiert. Ja, aber wir schauen mal weiter. Wir haben jetzt hier, um jetzt nochmal zu den Aktienmärkten zu kommen und zur Immunität, nachdem wir ja aufgrund der ersten Pfizer-Meldung am 9. November, sprechendes Datum, da ist ein bisschen was passiert in der deutschen Geschichte, ja die größte One-Day-Value-Factor-Bewegung hatten, also die größten Gewinne für den Bereich Value. Das war aufgrund eben jetzt oder in Zeiten der Pandemie. Die anderen Beispiele waren zuvor in der Finanzkrise, nochmal in der Finanzkrise. Dann haben wir Dotcom-Bubble-Finanzkrise. Also wir sind in einem sehr honorigen Umfeld, könnte man sagen, angesichts solcher Bewegungen. Das muss man schon sagen. Jetzt schauen wir mal eigentlich auf die Saisonalität. Normalerweise ist der Dezember gut für Growth und nicht gut für Value. Aber das will derzeit keiner hören, denn alle sagen, Mensch,
Jetzt musst du in Value investieren. Die Dickfische haben das natürlich schon gemacht längst und sagen jetzt den anderen, jetzt musst du in Value investieren. Der Zug ist vielleicht schon ein bisschen weit gefahren, könnte man sagen. Und Value ist ja vor allem zum Beispiel alles, was im Transportsektor ist. Fluglinien etc. Und jetzt hat Bill Gates gefragt nach seiner Einschätzung, wie es denn nach Corona weitergeht, wenn jetzt aber mal diese Geschichte vorbei sein sollte durch diesen großartigen Impfstoff. Dann hat er gesagt, also meine Vermutung ist, dass ca. 50% aller Geschäftsreisen entfallen werden. Das Rückgrat der Flugindustrie, wenn man so will, und über 30% der Tage in Büros nicht mehr stattfinden wollen. Das hat Konsequenzen für den Immobilienmarkt. Also wir sehen, das dürfte dann sozusagen schon eine veränderte Welt vorfinden, selbst wenn diese Geschichte mit Corona irgendwann vorbei sein sollte. Hier sehen wir nochmal jetzt, was die Märkte letztendlich daraus gemacht haben, beziehungsweise wie die Positionierungen sind. Wir haben eine immens krasse Verkauftheit und normalerweise ist es so, das kann noch weitergehen. Die Märkte können noch weiter steigen, aber es wird dann immer schwieriger, die Luft wird immer dünner und dann passiert irgendetwas, ein Anlass oder vielleicht sogar nur ein Vorwand und es kommt zu Gewinnmitnahmen, es kommt zu einer Korrektur, vielleicht 5, vielleicht 10%. Wir sprechen hier nicht sofort von einem Eintritt in den Bärenmarkt, aber wir sehen, dass jetzt eben vor allem die Fondsmanager schon dick investiert sind, 4,1% nur noch die Cashbestände, also man hat sich da rein investiert, eben vorwiegend in Value, wie die Umfrage der Bank of America auch gezeigt hat. Und wir sehen jetzt, dass 90% des S&P 500, respektive 90% der Aktien im S&P 500 handeln jetzt über ihrem oder handeln über dem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist der höchste Wert seit 2014. Also wir sehen, das ist jetzt nicht gerade ohne. Ja, also da ist schon eine gewisse Euphorie am Start. Wenn wir uns mal die einzelnen Sektoren anschauen, in den USA zum Beispiel Consumer Discretionary, dazu zählt zum Beispiel Amazon oder auch eine Tesla, wird dazu zählen. Da haben wir ein Verhältnis von 98,36% der Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Krass ist die Situation auch bei Financials, knapp 96% und Industrials knapp 95%. Also das sind schon sportliche Werte. Da ist einiges in der Mache, sodass wir in der Summe jetzt die Situation haben, dass wir in der obersten Perzentile, was die Bewertungen betrifft, der Aktienmärkte handeln. Wir sind sogar teurer als 1928, 29. Also da gab es ja doch eine kleine Korrektur danach. Nein. Aber jetzt haben wir die Notenbanken. Dadurch passiert das nicht mehr, weil die haben ja den 100% im Stoff. Na, und wir unterhalten uns hier über 95%, 94,5%, dass ich nicht lache. Ja. Das ist ja gar nichts. Nein, 100%, das musst du haben und das haben wir Gott sei Dank durch die Notenbanken. Wir haben jetzt, wenn wir uns mal das Verhältnis Marktkapitalisierung zu Sales angucken, also praktisch zu Umsätzen, dann haben wir den Faktor 2,7, haben wir so noch nicht gehabt und ist teurer als in der Dotcom-Blase. Aber solche Analogien gelten heute nicht mehr. Gell? Wir leben ja in anderen Zeiten und diesmal ist alles anders. Ne? Das ist ja das, was ich Ihnen immer sage in diesen Videos. Jetzt schauen wir weiter. Sind vor allem die Ausländer, die diese Rallye getragen haben. Die haben sich massiv eingekauft. Das ist noch nie in der Form gewesen, dass ausländische Investoren so viel in US-Aktien gesteckt haben. Das ist schon nicht unerheblich, muss man sagen. Da geht es um einige Milliardchen, nämlich 234,4 Milliarden. Das Sentiment ist bullisch. Und jetzt sehen wir mal ein bisschen die Realität. Gucken wir uns mal die Firmen an, zum Beispiel die Indizes an, die jetzt besonders stark steigen, zum Beispiel der Russell 2000. Hier haben wir den Russell 3000. Von diesen 3000 Unternehmen sind über 500 sogenannte Zombie-Firmen. Zombie-Firmen könnte man vielleicht als Firmen bezeichnen, nicht nur die ihre Kapitalkosten nicht verdienen, sondern die praktisch auf permanente Schuldenaufnahme angewiesen sind, um überhaupt weiter geschäftlich tätig zu sein. Und wir sehen, die haben jetzt 1,4 Billionen an Schulden aufgehäuft. In der Finanzkrise waren es nur 500. Das ist also ein Mehrfaches aus in der Finanzkrise. Das heißt, jetzt sind diese Unternehmen massiv verschuldet, müssen also mehr ihres zukünftigen Einkommens in die Schuldentilgung bringen. Das Insolvenzrisiko hat sich faktisch immens erhöht, könnte man sagen. Und diese Unternehmen werden in diesen Indizes gehandelt, die jetzt nach oben gejazzt werden. Wer das risikofrei findet, der
kann das ja so machen. Und kommen wir zu der Politik, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir die Situation ja in den USA, dass es schwierig wird für die bisherige Präsidentschaftsfigur, möchte ich mal sagen. Jetzt glauben nämlich derzeit die Mehrheit der Republikaner, dass diese Wahl gefälscht war. Also, dass es da nicht mit rechten Dingen zu tun gab, oder, na, das ist schlechtes Deutsch, gell? Dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. So muss es heißen. Ja? Also, die Republikaner sind überzeugt, dass das alles fake war und Donald, oh sorry, das war jetzt Trump-Bashing, den schon in der Bibel steht, du sollst den Namen des Herrn nicht in den Mund nehmen. Gell? Also, ich sage jetzt, der US-Präsident, gell? Nicht, dass es wieder heißt, der Fugmann macht schon wieder Trump-Bashing, gell? Das nervt total, oder? Also jetzt der US-Präsident, gell, wertfrei, gell, ohne irgendwas. Ne? Und der hat gesagt, er will jetzt also da einen Recount in Wisconsin veranstalten. Kostet 7,9 Millionen Dollar und wird natürlich bald erfolgen. Und was Sie hier sehen, ist das gähnende Nichts. Ich habe gedacht, da habe ich noch eine Grafik, aber ich habe keine. Aber deswegen kann ich jetzt mal eine Konklusion machen, eine Schlussfolgerung und sage, die Märkte können weiter steigen, gar keine Frage, aber die Situation ist so krass überspannt, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es dann mal Schnapp macht und dann werden wir einen etwas kräftigeren Rücksetzer sehen, nicht zwingend einen Bärenmarkt, aber es wird irgendein Ereignis kommen, das dann als Vorwand, als Anlass genommen wird, wo man sich sagt, oh Gott, jetzt müssen wir mal raus aus den Märkten, jetzt nehmen wir einfach Gewinne mit. Es ist eine Frage der Zeit, es wird zur Stunde, von Stunde zu Stunde wahrscheinlicher. Das im Mindesten ist meine Auffassung, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.